Hallo zusammen, hier ist Christian für mobilegeeks.de. Hier vor uns liegt das Vodafone Smart 3, der Nachfolger des, Überraschung, Smart 2, ein Einsteiger-Android-Telefon, das Vodafone für günstige 109,90 Euro, also knapp 110 Euro, anbietet. Wir packen das Ganze einfach mal aus und schauen uns das an. Der Karton ist recht nett gemacht. Schauen wir mal, was darunter vorkommt. Natürlich das Telefon, welche Überraschung, das holen wir da gerade mal raus und legen es noch kurz zur Seite. Dann ja, das übliche Gerödel an Handbüchern. Oh, NFC-Sticker, interessant, denn das Gerät hat auch NFC eingebaut. Finde ich eine tolle Sache bei dem Gerät dieses Preispunktes. Und die Kurzanleitung, die wahrscheinlich eh niemand liest. Mal weg damit. Und hier drunter haben wir, wenig überraschend, na, Ladegerät, USB, finde ich sehr gut, dass man hier nicht aufs Proprietäre setzt erstmal. Dann, ja, der ganz normale Micro-USB-Kabel, auch sehr schön, das Micro-USB-Kabel, versteht. Ein Headset, wie das aussieht, leider nicht in ihr. Na, da werde ich mal gucken, was das kann. Da bin ich immer etwas skeptischer mit gelieferten Kopfhörern und natürlich der Akku. Der hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Stärke von 1500 mAh, soll angeblich bis zu 4 Stunden Telefonie reichen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich in der Praxis schlägt. Schauen wir mal. Also, den brauchen wir. Das darf zur Seite. Interessant finde ich solche Geräte nicht wegen der Leistung. Die ist logischerweise nicht auf dem gleichen Level wie bei den Flaggschiffen, sondern wegen der Preis-Leistung. Ich kenne viele, viele Nutzer, die sich das erste Mal ein Smartphone holen und die damit gut bedient wären, vermutlich. Und ich kenne auch viele Nutzer, die das Smartphone recht viel nutzen und trotzdem mit der Leistung zurechtkommen dürften. Schauen wir uns das Gerät mal an. Das Display, noch von der Folie verdeckt, die mache ich jetzt einfach mal ab. Natürlich wunderbar glossy. Wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, sieht sehr nett aus. Auch im Profil, wie ich finde. Die Rückseite ist weiß, natürlich Vodafone gebrandet. Wir haben hier eine 5-Megapixel-Kamera mit Flash. Die Videoauflösung finde ich etwas, wie soll ich sagen, enttäuschend. Ihr könnt nämlich maximal 640x480 aufnehmen. Ansonsten, das Ganze fasst sich wirklich gut an. Wenn ich so ein bisschen drücke, da knarzt und knackt nichts. Also Verarbeitungsqualität ist wirklich, wirklich gut. Wir haben hier die Lautstärke-Tasten auf dieser Seite. Wir haben hier oben den Ein- und Ausschalter, den Kopfhöreranschluss. Ja, und hier unten natürlich den Micro-USB-Anschluss. Dann schauen wir doch mal. Das Ganze hat auch einen Micro-SD-Karten-Slot zur Erweiterung. Was interessant ist übrigens, bevor ich den suchen gehe, ihr seht, das Display ist hier etwas erhöht eingelassen, hat aber hier auch nochmal einen Rand außenrum. Das ist nicht ganz plan. Vom Design her finde ich das Ganze sehr, sehr ansprechend. Ob das bei Stürzen so eine gute Idee ist, das Display bewusst drüber stehen zu lassen, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Das wird sich zeigen müssen. Das Display, übrigens 4 Zoll groß, hat eine Auflösung von 480x854 Pixeln. Ganz ehrlich, das ist schon mau das Einzige, was mich auf den ersten Blick etwas enttäuscht. Und nach anderen technischen Daten, ein Gigahertz-Prozessor, 512 MB RAM, 4 GB internen Speicher, davon habt ihr aber nur ungefähr 1,7 GB zur Verfügung. Ihr könnt das Ganze aber mit einer maximal 32 GB großen Micro-SD-Karte aufrüsten. So, genau die gehe ich jetzt mal suchen, wo ich denn diesen tollen Eingang hier hinten finde. So, da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich rausgefunden, wie ich die Rückseite runterbekomme. Das war das erste Smartphone, wo ich die Kurzanleitung tatsächlich doch lesen musste. Weil das Abnehmen der Rückseite nicht so einfach geht, wie ich das in anderen Smartphones gewohnt bin. Ich zeige euch das mal. Dieser schicke silberne Rahmen muss zuerst runter. Und dann könnt ihr hier unten die Rückseite abheben. Also vom Design her, wie gesagt, finde ich das Ganze toll. Intuitiv ist anders. Auf der anderen Seite, man nimmt die Rückseite jetzt wahrscheinlich nicht so oft ab. Zumindest als Normalnutzer nicht.
Also, wir haben hier natürlich das Innenleben vor uns, SIM-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot und natürlich ein Slot für den Akku. Wir schauen jetzt einfach mal, ob da Strom drin ist. Ich weiß es noch nicht, das werden wir gleich rausfinden. So, dann setzen wir das Ganze wieder zusammen. Hat ein bisschen was vom Bausatzcharakter. Ja, und schalten das Ganze einfach mal ein. Wie gesagt, ich bin gerade wirklich etwas überrascht über die Qualität. Gerade wo ich jetzt weiß, dass es sich so eine Art Bausatz handelt. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als hätte es mehrere Teile. Also da bin ich gerade wirklich überrascht. Es fühlt sich sehr, sehr wertig und solide an. Die Lautsprecher das erste Mal zu hören. Klang jetzt nicht so schlecht. Bin ich auch etwas überrascht von. Das warten wir noch, bis er hochgefahren ist. Und schauen ganz kurz an, welche Android-Version hier drauf läuft. So ein bisschen brauche noch. Nochmal zu meinen einleitenden Worten, für wen ich diese Geräte für hochinteressant halte. Ja, gerade für Einsteiger, beziehungsweise auch für Leute, die einfach, ich sag das mal ganz blöd, alltägliche, ja, Aufgaben damit durchführen und erfüllen wollen. Also, wer das Ding als MP3-Player nutzen möchte, wer das ganze Ding, ja, einfach als Nachfolger seines Feature-Phones nutzen möchte. Wer das ganze Gerät, wie soll ich sagen, einfach so als Alltagsgerät Navi verwendet und es nicht die hohen Ansprüche hat, wie sie manch einer vielleicht bei Flaggschiffen und Co. hat, der kommt mit sowas wahrscheinlich sehr, sehr gut klar und zwar für einen Bruchteil des Preises, ne? Das finde ich immer so hochinteressant, dass die Geräte inzwischen sowas von günstig geworden sind. Mit 110 Euro knapp ist das nicht annähernd zu vergleichen mit einem Galaxy Note oder einem Galaxy S4 oder sowas. Noch nicht mal mit einem Nexus 4. Und das finde ich dann durchaus krass. So, nachdem ich jetzt diese Einrichtung hier bestanden habe, schauen wir uns das mal kurz an. Ihr seht die Oberfläche, sie ist ein bisschen angepasst, aber nicht so ewig weit weg vom Stock Android. Das finde ich ganz angenehm. Schauen wir uns mal kurz an, was hier läuft, nachdem ich hier mit Vorschlägen und Co. beschmissen werde ohne Ende. Interessant. Wir gehen mal kurz in die Einstellungen und in die Telefoninfo. Ich möchte noch kurz gucken mit euch zusammen, was hier läuft. Ihr seht vielleicht Android 4.1.1. Ist jetzt nicht das Schlechteste, was es gerade gibt. Ist ganz okay. Da kenne ich andere Geräte, die mit noch leider noch älteren Versionen kommen. Ich bin sehr gespannt. Auf den ersten Blick macht das Display übrigens einen recht guten Eindruck. Die Blickwinkel halten sich in Grenzen. Ich zeige euch das mal. Vielleicht seht ihr es. Hier spiegelt es, aber hier seht ihr es wahrscheinlich. Also so berauschend sind die Blickwinkel jetzt nicht. Die Helligkeit ist okay. Schauen wir doch mal, ob wir die noch heller kriegen. Maximale Helligkeit finde ich jetzt in Ordnung. Das überstrahlt hier sogar schon ein bisschen für die Kamera. Gehen wir doch mal auf die Automatik zurück. Die Auflösung ist mies, habe ich vorher gesagt. Auf den ersten Blick fällt es nicht so extrem auf. Ich bin gespannt, wie dieses Gerät in den nächsten Tagen im Praxiseinsatz schlägt. Ihr werdet die Review auf jeden Fall auf mobilegeeks.de finden. Das war der erste Blick auf das Vodafone Smart 3. Ein Einsteiger-Smartphone mit Android 4.1.1 von Vodafone zu einem schlanken Preis von knapp 110 Euro. Ich bin Christian von mobilegeeks.de. Ich freue mich auf Fragen zum Gerät. Falls ihr welche habt, werde ich sie natürlich in der Review aufgreifen. Danke euch und ciao zusammen.